So, wird das aufgenommen? Muss ich mich benehmen? Okay, ich muss mich benehmen. Geht Johnny mit? Warum sollte Johnny mitspielen? Keine Ahnung, weil der sowieso hier ist. Johnny kann halt ein paar dumme Kommentare reinwerfen, wenn er will. Ich habe übrigens einen Plan. Für alle, die glauben, hallo liebe Zuhörer, die glauben, ich hätte keinen Plan, ich habe einen Plan. Gut. Er auch? Ömer hat da einfach mal reingegriffen und hat es angezogen. Er weiß doch gar nicht, wie Bedienstet hier aus in dem Laden. Hätte auch sein können, dass da noch irgendwie eine Uniform... Das ist eine besondere Kleidung aus Versehen gewesen, wegen der Doppel-Eins. Ja, also müsste er noch irgendwie... ich weiß jetzt nicht, wie... Ja, okay. Ah, Herr von Mersing, ich habe euch gar nicht gesehen. Nee. Mersing ist nicht im Fashion-Corp. Rana, was machst du denn? Vielleicht also, Magiergewand ist da drin und noch irgendwie, keine Ahnung, so ein Stock, der da irgendwo auf dem Boden liegt, der eigentlich nur irgendwie so ein Stock ist, womit die immer sozusagen die dicken Knubbel aus dem Aquädukt rausstupsen, aber der jetzt im Weg, der jetzt... Eine Magierrobe. Magierrobe in schwarz und rot mit Siegeln von der Akademie. Ich habe versucht, diesen Reto so sanft anzupacken, wie es ging, aber der wollte auch nicht. Also, aber am Ende wollte er dann was gut war, aber. Ja, er wollte sich einfach von dir nicht sagen lassen, das finde ich so gut. Natürlich wollte er das nicht. Reto von Nierenfeld ist auch ein offizieller NPC und Greif Golda auch, die durften nicht sterben. Gehört zu den guten Jungs! Die braucht man doch in der Wildermark. Muss gerade gucken, Greif Golda. Von. Mersingen. Dass du zu dem Guten gehörst, das musst du aber irgendwo draufschreiben, damit die das glauben. Hör mal, du sitzt auf 800 Dukaten und willst uns keine abgeben für den Karakil, ja? Du hast gar nichts zu melden, was Gute angeht. Ja, natürlich gebe ich mein Geld nicht her, um Dämonen zu kaufen, Junge. Das ist ja wohl auch dermaßen bösartig. Komm jetzt nicht mit der Weißmagier-Schiene. Da sind wir lange drüber hinaus. Wie hieß der andere? Reto von Nierenfels, ne? Nierenfeld, meine ich. Nierenfeld? Ja, Nierenfeld. Zu Meidenstein, falls es wichtig ist. Ja, genau. Der kommt dann in der Wildemark später. Mit wen in Bannern? Ich sehe es gerade. Ja. Reto von Nierenfeld ist ein idealistischer Ritter der Stahlherzen. Warum ist er dann hier? Ich glaube, wir müssen noch die Wildemark-Kampagne spielen, bevor sie damit Jalan sich so richtig mit allem versaut. Ja, dann kann er Varena umbringen. Oh, wir müssen, Frosty. Habe ich nicht vor. Teferi hat das irgendwann. Das kann man ja noch immer irgendwann spielen. Also ich egal, ob du das vorhast, wir machen das. Ich habe ja noch ganz, ganz viel Zeit zwischen dem Schlacht in den Wolken und der Schlacht der drei Kaiser. Und normalerweise sieht diese Kampagne ja vor, dass du dann aus der Asche reitest du rum und machst dann politischen Blödsinn in Albernien, wo ich so denke, Jungs. Da alles brennt und diese beschissene Kaiserin kümmert sich um Albernia und das Horasreich, das hatte so gar nichts da drin zu suchen, deswegen hat auch keiner Bock auf aus der Asche, niemand. Und ich hatte mir überlegt, wir können so ein bisschen Action in Gareth machen, dann ist ja die Stadt das abgestürzt und dann können wir den ganzen Scheiß wegräumen. Das ist eigentlich 1036 in der Gareth-Box-Kampagne angedacht. So, ja, wir haben jetzt irgendwie 9 Jahre lang uns nicht drum gekümmert und jetzt plötzlich ist alles wichtig. Macht da total keinen Sinn. Klar, ich lasse meinen Müll auch immer 9 Jahre liegen, bevor ich ihn wegbringe. Und die Quanions-Quest, ja, wir haben jetzt 9 Jahre gar nichts gemacht und plötzlich explodiert alles und wir finden plötzlich das Licht, nachdem wir 9 Jahre gar nichts gemacht haben. Auch oh, nicht spoilern, die spiele ich demnächst. Ja, ist halt genauso beschissen. Und naja, Wildermark wird halt auch erstmal links liegen gelassen und auch erst ab, ich glaube, 31 oder 33 fängt es dann erst richtig an. Macht halt genauso wenig Sinn. Naja, Wildermark kommst du rein und es ist halt der Status Quo und du kippst den dann um. Weil hier vom Ludolf halt nichts reißt. Ja, es sind halt echt viele. Ich meine, am Ende der Wildermark ist halt auch nicht so viel anders. Also im Großen und Ganzen. Die Wildermark ist immer noch die Wildermark und Ludolf tut immer noch keinen Stich. Ja, am Ende der Wildermark? Am Ende der ersten Wildermark, nicht ja, am Ende von den Wien in Bannern, sondern am Ende von Das sind ja zwei Bücher. Ja, klar, ich mein, Wien in Bannern ist dann, hast du dann richtig, aber ich meine eigentlich... Naja, am Ende von dem ersten Buch von Borbret ist halt auch nichts passiert. Also wenn du halt nur ein Buch ranziehst und nicht die ganze Kampagne, macht das natürlich Sinn, dass da nichts passiert ist. Wir ziehen das zweite Buch auch noch irgendwann durch, aber... Irgendwann halt, nicht jetzt. So, da haben wir jetzt eben entweder hier Zuflucht, haben wir mal bewiesen, dass es komplett beschissen ist, diese Regeln. Das wusste ich schon damals, als ich es geleitet habe.
Ja. Zum Glück konnte niemand Lanzen warten. Ey, du kannst auch mit Belshi Rasha schlafen. Sie hat sie sowieso schon angeboten. Und jetzt gibt es auch nochmal ihr Ritter, der hier in der Buhurt gewonnen hat. Ja, es würde halt in zwei Dingen enden. A, dass ich mir ein gewisses Körperteil abfriere. Und B, dass sie mit einem Dolch im Rücken aufwacht. Oder dass du am Ende den Seelenpakt hast, je nachdem. Ach, den nehme ich, den nehme ich. Der kann doch keinen Seelenpakt kriegen, wenn er mit einer Paktiererin schläft. Wie will er denn das kriegen? Ja, du weißt nicht, was die ihm währenddessen einflüstert. Ja, sie kann ihm einflüstern, was sie will. Ein Seelenpakt muss so willentlich eingehen. Ja, du musst willentlich deine Seele verpfänden. Ja, also... Ich kann sie auf dem Kopf schon im Arsch ein paar Fliegen fangen und im Bett die beste Reiterin der Welt sein. Trotzdem wird er nicht dadurch zum Seelenpaktierer. Nee, aber sie kann ja trotzdem gute Argumente bringen. Sie kann halt sagen, verkauf mir deine Seele und irgendwie lässt man sich einen Rad schlagen. Aber nein, den machen wir paktieren. Also sie kann sicherlich ein paar Pakt-GP rausholen. Wenn du dann mit Belshi Rasha, so also als Glorana-Chefin, dann kriegst als du sicherlich... Vermittlerin? Was dir hör auf, mich zu versuchen. Du weißt, du greifst mich hier hart auf der Spielerebene an. Weißt Pakt-GP. Du das? Ich will 1200. Da kann man bestimmt was rausholen, Junge. Naja, ich meine, die 200 vom Minderpakt hast du ja schon. Ja, ich will 1200. Nimm halt noch mehr Freifeile. Nur Freifeile. Ich will 1200. Was hast du mit den 200 eigentlich gekauft? Meisterschütze, um den Scharfschützen zu ignorieren. So ein Idiot, ey. Junge, das hast du bei dem Waffenmeister auch gesagt. Nur weil ich nicht Johnny bin und immer das Allerhärteste nehme. Obwohl, dein Waffenmeister ist doch schon gar nicht mal schlecht. Der ist nicht das Allerbeste, aber der ist auf jeden Fall... Klar, viel. Ist halt der Waffenmeister. Rosti hat die ganze Zeit... Der fuckt mich voll ab, ey. Der fuckt mich. Ja, aber Rosti hat am Anfang da stand, Daru, so gut Daru. Ist der eigentlich gar nicht. Nee, ist er auch Daru, nicht. Daru, ich hab... Ja, Janus? Wenn, in Bezug auf Waffenmeister, ich habe mal überlegt, wie sinnvoll es wäre, Manöver im Gegenhalten zu erlauben, sowas wie Niederwerfen, weil der kann dann nicht mehr parieren. Würde ich als Spielleiter nicht zulassen. Buch Hammerschlag gegenhalten, bitte. Ja, gut, Hammerschlag gegenhalten oder Hammerschlag-Todesstoß. Das sind, Hammerschlag-Todesstoß. Gegenhalten-Todesstoß. Kann ich in anderthalb Händen nicht machen, wäre mir also egal. Also Wolfen, doch, als Waffenmeister steht das, schon. Wolfen hat das mit seinem Rondrianer gemacht. Hammerschlag gegenhalten. Mhm. Aber er wusste auch genau, dass wenn er initiativetechnisch nicht wirklich ein bisschen besser ist als der Feind, deswegen war der immer nur leicht gerüstet, dass er dann eben ganz große Probleme kriegt mit der Taktik. Boah, Jungs. Da bin ich aber froh, dass wir das jetzt außerhalb dieses Dings gemacht haben, sonst wäre das einfach nur dumm. Ja, deswegen habe ich es die letzte Woche noch erst extra nochmal geschrieben. Ja, nee, und ich hatte auch, also das tut mir auch echt leid, weil du sagtest ja noch irgendwie, dann können wir das die Woche über machen und ich hatte einfach echt keinen Bock. Ich hab's auch nicht. Freitag nicht und Samstag auch nicht. Ich war dann irgendwie nach der Wanderung um 16, 17 Uhr war ich wieder da und ich wollte mich erstmal so ein bisschen ausschwitzen, aber ich hatte echt keinen Bock, Alter. So gar nicht. Ich freue mich gerade, dass das jetzt gerade wiedergekommen ist. Ich bin mal gespannt, was heute passiert. Ich meine, wenn wir heute ich weiß nicht, wie involviert der Anbruch wird, aber wir nehmen nicht an der Siegerehrung teil, das kann man so schenken. Vielleicht kommen wir heute wieder auf den Rückweg. Ja, ich habe selber keine Ahnung, wie lang so ein Einbruch dauert. Weiß ich nicht. Wir müssen halt rein, wir brauchen eine Erhagengardisten-Uniform, wir müssen zur Asservatenkammer, wir müssen zu Udalbert, wir müssen den analysieren und das Ding knacken und dann können wir raus. Wenn ihr in die Asservatenkammer kommt, dann nehmt ihr aber schon noch andere Sachen mit, oder? Du kennst uns. Da liegt doch die Raben. Eben, ich wollte gerade sagen, also was da an Büchern rumliegt. Du meinst, was wieder an Büchern anzünden? Nein, das nimmt man mit und gibt's den Maginus Pericum, damit die dann nicht gut ist. Du wirst nicht bis nach Pericum kommen, mein Junge. Sobald wir über den Pass sind, wartet die Inquisition auf uns. Und doch, schon beim Hinweg erwartet, die wird uns auch beim Rückweg erwarten. Inquisition, Gänsefleisch mit Kaffeeräume aufmachen. Inquisition. Hallo, haben Sie einen Dämonenpakt angenommen? Wir werden Sie jetzt untersuchen. Ich meine, die können mich untersuchen, die finden nichts. Mit einer großen Seelenprüfung. Ja, mit einer großen Seelenprüfung. Der macht schon eine große. Wollte ich gerade sagen. Ich weiß, wer dich auf dem Kieker hat. Ich weiß, wen ich umhaue, wenn er mich nicht gehen lässt. Wie ist denn das, wenn... Der hat keine Autorität, der soll das mit dem Herzog klären. Der hat einen Schicksalspunkt. Das ist okay, dann sehen wir ihn im Jahresgreifen, sage ich schon. Jahresfeuer ist wieder. Wie ist denn das, wenn Firon geweihter Jalan ankrabbelt, kriegt ihr dann eine gewischt? Nein, ich hab keinen Pakt mehr. Er ist ja Mieterpapierer, da ist ja alles in seinem grünen Bereich. Also ich könnte halt auch einfach sagen, hey, ich sag mich übrigens los und dann mach ich eine Mutprobe und dann habe ich mich losgesagt.
Aber das wäre lame, ich hoffe, das ist der Plan. Ich finde, dass das Lossagen aber auch eine Form davon ist, dass du erstmal realisieren musst, richtig, dass du 120 Faktierer bist. Klar. Aber meine, das der Ruhi hat jetzt einen guten Hinweis gegeben und Myri hat das jetzt auch nochmal irgendwie plattgetreten, aber das kann natürlich alles sein, dass das bei dir auch anfällt wie, ne, ja, was auch immer die labern, ich bin kein Paktierer, ich streite noch immer für die Götter. Ich wollte gerade sagen, der Typ steht hier die ganze Zeit und sagt, Paktierer, Dunkelstand, Paktierer, Paktierer, Dunkelstand, Paktierer, der kann mich mal. Der erzählt Blödsinn.